Dankeschön. Bitte schön. Ja, einen ganz besonderen Dank natürlich an dich, lieber Wähler. Okay. Fabio, ich habe mir große Mühe gegeben, heute Abend deinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Wähler, du weißt, wie es ist. Es ist hart für dich. Du wirst nachher so oder so bestraft. Ich habe mir auch schon eine schöne Strafe überlegt, aber mehr davon später. Yummy, yummy. Okay, Hände hoch. Und jetzt ganz langsam von euch aus gesehen nach links. Ah, schön langsam, aber das zieht, oder? Und jetzt nach rechts. Und jetzt das Ganze ganz schnell. Prima. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch extrem gesund. Das fördert die Wirbelsäulenmuskulatur und die Armmuskulatur, die Durchblutung im Allgemeinen. Aber es fördert noch was ganz anderes, und zwar ist das eine Bewegung gegen Nazis. Genau. Hey, Nazi. Habe ich mir erstmal so überlegt. Wir winken sie weg. Wir winken sie weg. Danke, Peter. Das ist besser Nazi als Lichterketten. Nazi winkt und weg. Nazi winkt und weg. So rum. Ey, das ist Nazi. Tschüss. Okay. Nein, Nazis raus. Dazu kommen wir im nun folgenden Lied. Es wäre schön, wenn ihr das im Refrain machen könntet. Wenn euch das zu blöd ist, könnt ihr auch 5000 Mark an die Antifa überweisen. Für die Leute. Für die Leute, Person, nicht alle zusammen. Für Leute, die nicht wissen, was der Refrain ist. Im Refrain, da grinsen wir. Genau. Also guckt genau hin. Ich mach das mal kurz vor. Das ist jetzt kein Grinser. Das ist nur ein Lächeln. Ja, ein Witz für die ersten Reihen. Und jetzt kommt der volle Grinser. Achtung, ihr da hinten, könnt ihr mich grinsen sehen? 50.000 Zähne. Nicht umsonst nannte man mich früher Fury, okay. Endlich kommt der Sommer wieder. Wir freuen uns, wir knien nieder. Die Vögel scheißen von den Bäumen. Mädchen tragen alte Säcke, das ist schön für kurze Röcke. Sie können dann ein bisschen träumen. Doch immer wenn der Sommer kommt, beschäftigt mich seit Jahren schon ein eher philosophisches Problem. Die Frage ist zu schwer für mich, ich stelle sie jetzt öffentlich. Doch Vorsicht, sie ist ziemlich unbequem. Scheint die Sonne auch für Nazis, ich könnt's nicht verstehen. Dürfen Faschos auch verreisen, das wäre ungerecht. Können Rassisten etwa auch den blauen Himmel sehen? Scheint die Sonne auch für Nazis, wenn's nach mir geht, tut sie's nicht. Ich will den Sommer nur für mich. Ich will den Sommer nur für mich. Alle wollen ins Schwimmbad gehen, was ist auf der Wiese stehen, mit einem Fuß im Hundehaufen. Jedes Jahr ist es das gleiche, überall gefließene Bäuche. Mein Schatz, ich geh jetzt Reise helfen. Und während ich die esse, seh ich so ne Nazi-Fresse. Und ich wünsche mir, er würde implodieren. Geht doch, er tut mir leider nicht mal den Gefallen und sein Gesicht bringt mich dann wieder zum Philosophieren. Scheint die Sonne auch für Nazis, dann kämen mir die Tränen. Dürfen Faschos auch verreisen, das wäre ungerecht. Können Rassisten etwa auch den blauen Himmel sehen? Scheint die Sonne auch für Nazis, wenn's nach mir geht, tut sie's nicht. Ich will den Sommer nur für mich. Ich will den Sommer nur für mich und für euch. Ich will den Sommer nur für mich. Bitte schön, Karl. Vielen Dank. Nur noch ein kleines Wort zum Zahlenverhältnis in Sachen Nazis raus. Die sind ja froh, wenn sie irgendwie 3000 Arschlöcher zusammenkriegen für eine bundesweite Nazi-Demonstration. Ihr seid über 20.000! Geht hin und nicht vergessen. Hey Nazis, schönen Gruß von den Ärzten. Moment mal, wenn ich da hochrechne, 20.000 sind 40.000 Fäuste. Cool. Plus Füße sind? Jetzt kompliziert. 80 oder so? Einem Sinn.